Hallo, meine Freundin, das ist immer wieder und weiter geht's. Ja, der Lukas wartet auf uns. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das war 10 vor 3, ne? Die Uhrzeit. Warte mal, hier war noch irgendwo war noch hier. Da. Okay, könnte auch 8 Uhr, 8 vor 3 sein. Mal gucken. Werden jetzt einfach mal hier hochlaufen. So, wir... Oh, Alter. Mädel, ich habe immer noch übel Schiss, ne? Wir waren ja... Ich glaube, wir waren im anderen Zimmer. Ich will noch mal ganz kurz... Es war ja doch das Pokalzimmer und sowas. Da müssten wir eigentlich fertig gewesen sein. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken noch mal ganz kurz hier. Ich habe immer noch mega Angst vor der Omi, ne? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die macht irgendwas. Irgendwie will die noch was machen. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich will die Omi auch nie außer Augen lassen, aber wir müssen gerade. Achso, ja, da steht der nur. Okay. Hä? Hä? Moment, wie soll man die... Hä? Der springt doch immer 15 Minuten. Wie soll man... Hä? Ich kann das auch nicht ändern. Also, er springt... Hä? Hä? Das verstehe... Hä? Das... Nee, jetzt mal ohne Spaß. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, ne? Moment... Hä? Geht ja auch nie die Uhrzeit. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Uhr. Ah nee, warte mal. Stimmt doch gar nicht. Ach, okay. Okay. Gut. Guti, da haben wir's. Du musst hier nicht unbedingt runterspringen, ne? Echt jetzt? Ich dachte eigentlich, die Tür bleibt auf. Okay, aber sieht ja eigentlich sehr geräumig noch aus. Kann man nicht rummeckern. Oh mein Gott. Da haben wir die rote Zugangskarte. Sehr schön. Ja, nehmen wir gerne mit. Okay, hier ist nichts drin. Lecker. Das könnte auch ein Gemälde sein, ne? Also könnte so ein Kunstwerk sein eigentlich, ne? Ne? Die Deutschen würden sagen, ist es Kunst oder kann das weg? Es ist Kunst.
Aber ist ein Pferd. Siehst du mal. Ah. Das arme Pferd, ey. Ah, okay, das ist die Werkstatt. Aha. Aha. Okay, das ist die Werkstatt. Wunderbar. Da haben wir hier unten alle Räume, ne? Da sind wir hier unten komplett fertig jetzt. Oh, nee. Lass das mal. Und wir wissen ja, wir müssen so einen Käfig finden, wo oben so ein Kopf drauf ist. Ich guck nochmal hier unten. Ich glaube zwar nicht, dass es hier unten irgendwo ist, aber man weiß es ja nicht. Es kann ja gut möglich sein. Ein Käfig, wo ein Puppenkopf drauf ist. Und da ist ein Schatz versteckt. Hm. Okay. Das sieht halt danach aus. Ich habe das Ding, glaube ich, gar nicht dabei. Ne? Ich habe es schon... Ja. Könnte halt passen, dass es hier unten irgendwo ist. Oh! Ich hasse dich. Alter. Euer Ernst? Was? Was? Okay, das finde ich ein bisschen sehr heftig. Vor allen Dingen auch, es bringt uns ja auch nichts, die zu töten. Weil ihr seht ja, die kommen eh immer wieder und wieder und wieder. Wir brauchen halt die Munition. Das heißt, ich werde jetzt einfach ganz cool entriegeln, weil die gar nicht durchmachen. Obwohl ich halt immer noch das Gefühl habe, dass hier irgendwo der Puppenkopf ist. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Das ist so eine Munitionsverschwendung, wenn ich da unten jetzt langlaufe. Ach, fuck, ich muss ja. Ah. Ach, Kacke. Ich muss ja. Ach, Mann. Gibt's denn hier eine Kettensäge oder irgendwas? Hab ich hier. Okay, müssen wir wieder einsammeln. Mach das mal hier wieder zu. Hier ist auch nicht so ein Ding. Ich höre doch schon wieder so ein Vieh. Das ist echt nicht cool, ne? Aha.
Alter, ich wollte gerade sagen, wieso kann ich ihn nach hinten? Fickt euch. Ganz ehrlich. Hallo? Bleib unten im Keller. Hallo, bleib unten im Keller. Wir müssen nochmal ganz kurz das Foto angucken. Und zwar. Mal ganz kurz gucken, wo ist das Foto? Guckt mal. Nee, ach Mann. Falsche Foto, warte mal. Das müsste das Richtige sein. Oh, das Falsche. Geil. Hier. Wo könnte das sein? Waren wir schon in den Raum? Wo ein Puppenkopf oben drauf ist. Ach, Keller ist das? Nee, das ist zu sauber für den Keller. Kann kein Keller sein. Könnte Dachboden sein, aber da haben wir ja eigentlich überall geguckt, ne? Wir werden einfach nochmal hier speichern. Könnte Dachboden sein. Ja, müssen uns leider jetzt gerade wieder heilen, ne? Das ist zwar doof, aber geht nicht anders. Da, so wollte ich mich nicht heilen. Wir haben natürlich gerade den großen Nachteil, wir haben absolut keine Munition mehr, ne? Also, also, wenn ich jetzt einfach übelst brechen hier rangehe. Hallo? Hey, Kumpel! Ja? Denk dran! Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät! Lass mich mit Mia sprechen! Nein, nein, nein! Du musst dich erst bieten lassen! Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst nein. Vom Hof aus reinkommen! Also komm schon, Mann! Alle warten nur auf dich! Okay. Sehr freundlich. Dass er mich zu einer Party einlädt. Gut. Dann würde ich sagen, als ob. Alter, ich habe halt keine Muni. Ne, ich. Oh, was? Oh, nee, das ist euer. Das ist jetzt ein Witz. Sind die jetzt weg? Ich glaube, die sind weg, okay. Ich bin gerade wirklich am überlegen, ob wir den Flammenwerfer wieder mitnehmen. Wir brauchen erstmal die blaue Zugangskarte wieder. Ich würde sagen, wir machen erstmal ganz schnell. Warte mal, hier ist auch nichts, ne? Wir machen es jetzt anders. Hilft alles nichts. Wir werden mal ganz kurz draußen aufräumen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Juckt das die überhaupt Feuer? Also irgendwie. Hä? Das juckt die ja null. Oder doch? Okay. Ey, nee, oder? Was war denn das jetzt? Hör auf zu schreien.
Oh, boah, anstrengend. Ohne Munition. Ich dachte gerade wirklich, das wäre der Puppenkopf, aber es macht irgendwie gar keinen Sinn. Okay. Warte mal, rot habe ich jetzt. Blau. So, jetzt werden wir erstmal nochmal speichern, sonst wenn wir jetzt sterben, kommen wieder die Viecher. Aber jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir eigentlich... Warte mal, bevor wir speichern, eigentlich müssen wir Dings mitnehmen, ne? Oh, das ist unfassbar anstrengend, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist mega anstrengend, jetzt zu überlegen, welche Waffe man mitnimmt. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Okay, wir müssen jetzt erstmal den Flammenwerfer mitnehmen. Geht nicht anders. Ah, cool gemacht, ne? Also, nicht schlecht. Der weiß, wie man Partystimmung aufbringt. Okay, okay, das ist schon ein bisschen... Boah, für die Leute, die jetzt hier... Epilepsie haben. Boah, für die ist es echt doof. Boah, selbst für mich ist okay, das ist echt. Okay, wir gehen dann mal weiter hier. Ich wollte nochmal schnell überall gucken, aber. Der sieht aber noch voll okay aus, muss ich sagen. Okay. Scheiße! Scheiße! Ja, ja, der hat auch, Ethan hat auch langsam keinen Bock mehr. Okay. Aber interessant zu wissen, dass, Lukas gar nicht mehr zurück möchte, dass er, in seinem Zustand jetzt bleiben möchte, ne? Okay, das wird definitiv jetzt ein Endfight hier, oder?
Das sieht doch so. Warte mal. Man kann das doch bestimmt hier. Hä? Als ob man das nicht deaktivieren kann. Oh, warte mal. Finde ich ein bisschen schade. Okay, ich muss langsam. Müssen wir jetzt nehmen. Geht nicht anders. Boah, ich würde so gerne die Falle einfach deaktivieren. Okay, Pistolenmunition. Aber ich finde auch keine Münzen mehr, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe hier nirgendwo eine Münze gesehen, was ich echt schade finde. Brauchen ja nur noch zwei. Gut. Ich würde halt so gerne die Fallen deaktivieren. Ah, warte mal, aber hier können... Da! Da ist der Puppenkopf. Okay, da ist unser Schatz. Sehr schön. Ah, okay, wir haben eine defekte... Stimmt, wir haben eine defekte... Perfekte Gun in der Kiste. Okay. Ach komm, irgendwo eine Münze? Nirgendwo eine Münze? Ich bin münzengeil. Aber nö. Keine Münze. Wow. Okay. Boah, jetzt bin ich gespannt. Okay, so war es nicht. Wie war denn das sonst geplant? Wie man hier durchgehen soll. Weil hier vorne wäre das doch viel zu tief gewesen. Gebe ich mir mega Mühe hier und ja. Bringt nichts. Okay. Okay, flüssige Chemikalien, sehr schön. Hier ist nichts. Boah, ist das ein Penner. Ist das ein Penner, dass er jetzt hier echt in der Kiste eine Falle reingeflankt hat. Ich denke mal, hier geht es am Ende wieder hoch. Du hast ein wirklich gutes Auge. Ey, warte mal. Ich mach mal zur Sicherheit schon mal die Fallen weg. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass wir doch abhauen müssen. Ist natürlich doof, ist jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich gar keine Munition hier verschwenden, aber geht jetzt nicht anders.
müssen wir jetzt durch. Ah, okay, hier haben wir unsere Kiste. So. Wir haben hier nämlich eine defekte Pistole. Aber was bringt mir jetzt die defekte? Ist die stärker? Steht da hier jetzt nie, ne? Es ist so ein bisschen... Aber wir machen es einfach mal, oder? Okay. Das heißt, die packen wir weg. Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit zum Speichern, ne? Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Oh, komm schon, versuch's mal, man weiß nie. Nee, warte mal. Ich.